Ja, die liegt hier. Ja, gut, immer. Also wenn man schneller macht, geht's los. Zum Beispiel hier, guten Tag. Das kann man da braucht man aber 30 Jahre, gell? S. Achso, SOS. Guck mal. SOS. Das war aber nichts. So gut. Der Computer würde da fürchterliche Auswertungen machen. Kannst du also, wenn du in Lebensgefahr bist, schon mal SOS machen. Wir bieten dazu Zeit, wenn es euch mal interessiert. Oh ja, den Busse. Unter anderem ist da einer in Metzingen. Und ab Sommer nächsten Jahres findet einer in Nürnberg mitten in der Innenstadt. Wenig, eigentlich weniger Telegrafie. Wir sind auf diesem Reise wie 16, 13. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann ist das vielleicht mal was für euch. Ihr könnt so ein Auto bauen zum Beispiel. Das ist ja mit ein Problem, das wir haben. Ja, aufzunehmen, was ihr schreiben müsst. Ja, ich normalerweise eben so. Und dann kann man die programmieren. Das Auto oder wir bauen auch einen Roboter, das ist zum Greifen am Roboter. Der kann so eine Bierflasche greifen. Okay. Mein Problem ist noch, eine volle Packung dazu zu haben. Ich bin leer, ich bin noch arbeiten. Ein Alter, der die volle Bierflasche braucht, brauchen wir auch nicht. Dann heißt ein Diener zum Trinken. Ja, Bier. Vielleicht kann man da werden wir aber früh am Amateurfunk das EGB so. Ich danke auch und schöne Grüße aus dem Schwabeländli. Ja, und wenn du möchtest, wenn noch jemand anruft, kannst du natürlich hier auf der Frequenz weitermachen. Ja, es ist ja möglich, dass noch jemand ruft und vielleicht auch nochmal der Alfred oder den Philipp da guten Abend sagen möchte. Also ich mache ganz kurz das Hörer. Bye bye, hier ist Stadthotel 0 Tango Echo Lima. Hatte man versucht, hier am 19.11.2011 um 11.20 Uhr.